Das Ministerium für Staatssicherheit der DDR hatte ein erklärtes Ziel: über jeden alles zu wissen. Wer ist wer, war die entscheidende Frage. Millionen Akten wurden angelegt, Informationen gesammelt und abgeheftet. Zusammengetragen wurden sie von sogenannten inoffiziellen Mitarbeitern, Abkürzung IMs. Das waren Menschen, die jahrelang ein Doppelleben führten. Sie lebten in ganz normalen Verhältnissen und gaben gleichzeitig der Stasi bei geheimen Treffen Informationen über ihre Freunde, Kollegen, sogar über die eigene Familie. Das Ministerium für Staatssicherheit hat aus eingesellschaftlichen Schichten inoffizielle Mitarbeiter gewonnen. Wir finden Arbeiter, wir finden Angestellte, wir finden Akademiker, wir finden sogar Geistliche. 109.000 Menschen waren bereit, ein Doppelleben als Freund und Verräter zu führen. Für die Staatssicherheit arbeiteten diese IMs immer unter Decknamen. Einer dieser inoffiziellen Mitarbeiter führte über 20 Jahre sein Doppelleben unter den Decknamen Maximilian, August Tremka, Dr. Roloff und Paul Bonkartz für die Staatssicherheit und Manfred Ibrahim Böhme für seine Freunde. Manfred Ibrahim Böhme stieg auf, als die DDR unterging. Er war der Medienstar der Wendezeit, Wortführer der Oppositionsbewegung, Vorsitzender der Ostdeutschen Sozialdemokratischen Partei und beinahe erster frei gewählter Ministerpräsident der DDR. Sein Ruhm war vorbei, als seine Opfer sein Doppelleben aufdeckten. Hier in Greiz, einer kleinen Stadt in Thüringen, hat Böhme 10 Jahre lang seinen gesamten Freundes- und Bekanntenkreis an die Stasi verraten. Nach der Wende konnten die Stasi-Opfer in die über sie angelegten Akten blicken. Wie so viele in der ehemaligen DDR mussten auch diese 3 Männer mit Erschrecken feststellen, dass einer ihrer besten Freunde ein Verräter war. Manfred Ibrahim Böhme hat unter dem Decknamen Paul Bonkartz seinen Freund Günther Ullmann 10 Jahre verraten. Dass es solche Ausmaße annehmen kann, dass er also von Anfang an bis zum Schluss in eine schändliche Arbeit für die Staatssicherheit geleistet hat, das hätte ich nie für möglich gehalten. Manfred Ibrahim Böhme lebt heute in Berlin. Über 20 Jahre hat er für das Ministerium für Staatssicherheit als IM gearbeitet. Seine Berichte sprach er bei seinen geheimen Treffen auf Tonband. Diese wurden abgeschrieben und in der Akte der Person abgeheftet, über die Böhme berichtete. Als sein Freund Harald Seidel diese Akten las, war er entsetzt. Ich muss dann gestehen, ich habe eigentlich Nächte nicht geschlafen. Das hat mich nächtelang beschäftigt. Ich muss wieder sagen, bei all den Vermutungen, aber das hätte ich nicht gedacht. Böhme zieht sich seit seiner Enttarnung in seine Hinterhofwohnung zurück. Heute lebt er von Ersparten und Übersetzungen. Ein Namensschild hat er nicht. Seine Visitenkarte ist der arme Poet. Böhme wollte immer etwas Besonderes sein, schuf um sich eine geheimnisvolle Aura, die viele faszinierte. Sein Freund Rudolf Kuhl über den ersten Blick in seine Stasi-Akten. Ich habe sofort gesagt, also ich würde ihm zutrauen, dass er für irgendeinen Geheimdienst gearbeitet hat, aber nicht so als so mieser kleiner Spitzel. So, wenn dann schon in höheren Regionen, aber nicht so einer, der so seine Kumpels ausforscht und das weitergibt. Also das war für mich unbegreiflich. Also, das habe ich nie geglaubt. Und das hat lange gedauert, bis ich das gebongt habe. Erst, wo ich dann die Akten gesehen habe. Drei Jahre sind seit den ersten Enthüllungen über seine Tätigkeit als IM vergangen. Die Liste derer, über die er für die Stasi berichtete, ist lang. Seine Konsequenz aus dieser Biografie:
Er führt sein Doppelleben weiter. Ich habe für die Staatssicherheit nicht mit ihr, nicht in ihr und nicht für sie gearbeitet. Wie kommt dann all das Belastungsmaterial zusammen? Die Frage habe ich Ihnen auch schon mehrfach beantwortet mit ich weiß nicht. Ich weiß nicht, dass... Und es interessiert mich auch nicht. Dass Manfred Ibrahim Böhme nach seiner Enttarnung als inoffizieller Mitarbeiter nicht bereit ist, über sein Doppelleben zu reden, ist keine Ausnahme. Hier in der Bundesbehörde für die Unterlagen des ehemaligen Ministeriums für Staatssicherheit können die Opfer in ihre Stasi-Akten schauen und feststellen, wer sie verraten hat. Mit den Erfahrungen, die damit bis heute gemacht wurden, hat sich der stellvertretende Leiter dieser Behörde, Dr. Hans-Jörg Geiger, seit 2 Jahren beschäftigt. Seine Erkenntnisse beruhen auf der Durchsicht von 50.000 IM-Akten. Die wenigsten inoffiziellen Mitarbeiter oder frühen inoffiziellen Mitarbeiter sind bereit, sich ihrer Vergangenheit zu stellen, sich zu ihrer Vergangenheit zu äußern. Das sind eigentlich Ausnahmen. Ich glaube, dass man mit dem Ende des Ministeriums für Staatssicherheit einfach dieses Leben mit dem MFS schlicht verdrängt. Und da man beide Leben voneinander getrennt hatte, kann man jetzt eben nur das eine Leben weiterleben und das andere ist vergessen. Das ist wie ausgelöscht. Der doppelte Ibrahim kommt 1965 nach Greiz. Er sucht eine neue Stelle. Seine Arbeit als Lehrer für Russisch, Deutsch und Geschichte hat er 1 Jahr zuvor verloren, weil er sich vor seinen Schülern positiv über den Regimekritiker Professor Robert Havemann ausgesprochen hatte. Zwar ist Böhme ein erklärter Kommunist, in die SED ist er aus Überzeugung eingetreten, aber er ist offen für Kritik an den bestehenden Verhältnissen in der DDR. Das schafft Vertrauen. Wir wollten an sich mit keinem SED-Mitglied oder keinem Bonzen etwas zu tun haben. Manfred war die große Ausnahme, er war eben das, bei ihm war alles erlaubt quasi. Als im Fernsehen 1968 die Bilder von Prag laufen, ist der Freundeskreis um Böhme entsetzt. Sie alle waren von den Idealen des Prager Frühlings begeistert. Böhme war ihr Wortführer, weil er sich schon sehr zeitig für die Schriften der Reformkommunisten interessiert hatte. Ich wurde dann folgerichtig Dubček-Anhänger. Verlor dann 1968 auch die Einstellung in der Bibliothek, nachdem ich bei einer Parteiaktivtagung offen am 22. August, also einen Tag nach dem Einmarsch in CSSR offen, die Rücknahme der Nationalen Volksarmee aus der Tschechoslowakei verlangte und mich gegen den Einmarsch ausgesprochen hatte. Böhme als Revolutionär, der versucht, seine Freunde zu überreden, den Reformkommunismus auch in der DDR umzusetzen. Der wesentliche Punkt aus der damaligen Zeit war eigentlich der, dass er uns immer wieder gebeten hat uns irgendwie klar machen wollte, dass es wichtig ist, dass wir alle in die Partei gehen oder irgendwie Funktionen einnehmen, um von innen her so eine Sache zu ermöglichen, weil das eben gerade in Prag ja auch von innen her gekommen ist. Und das sei ja als die einzige Möglichkeit, also den Staat zu kippen, nicht von Volksmassen her, also nicht von außen her, sondern vom Apparat an sich eine Erneuerung, wie es ja auch bei Gorbatschow dann in dem Sinne passiert ist. Und das hat er immer wieder versucht, in den Vordergrund zu drängen. Auch, dass wir studieren sollen und sonst was alles. Ja, ja, es gab eine Zeit, wo ich meinte, wenn man die Macht nutzen will, muss man an die Hebel der Macht gelangen. Doch seinen Weg zu den Hebeln der Macht pflasterte der doppelte Ibrahim mit Verrat und Denunziation. Ich habe immer ihn eigentlich zugebilligt, dass er, wenn er schon diesen Apparat nimmt, nicht muss die SED selbst diesen Apparat, dann im Sinne einer Reform für einen guten Zweck. Und für mich ist es unverzeihlich, wenn man dann einfach Leute ans Messer liefert. Von seinem zweiten Leben, das er zur gleichen Zeit als inoffizieller Mitarbeiter unter dem Decknamen Paul Bonkartz führte, konnten seine Freunde damals nichts ahnen. Der Staatssicherheit verriet er persönliche Stärken und Schwächen seiner Freunde und berichtete über deren staatskritische Einstellungen. Die Stasi bekam so Material für weitere Aktionen gegen sie. I.M. Bonkartz hatte viel zu tun. In einem sogenannten operativen Vorgang wollte die Staatssicherheit den Greizer Kreis junger Oppositioneller zerschlagen. Böhme, dem alle vertrauten und der über alles Bescheid wusste,
war dafür der ideale Mann. Zu dem Kreis gehörte auch der regimekritische Schriftsteller Rainer Kunze. Ihn wollte die Stasi mit allen Mitteln aus dem Land treiben. Auftrag von Böhme war, Kunze das Leben in der DDR so schwer wie möglich zu machen. Nachdem Rainer Kunze in seine Stasi-Akten blicken konnte, dokumentierte er in einem Buch die Aktivitäten der Stasi gegen ihn. Die Aufgaben des Paul Bonkerts alias Manfred Ibrahim Böhme waren unter anderem feststellen, wo Kunze seine Manuskripte versteckt, ob Kunze Verbindungen zu anderen Dissidenten hat und welche Kontakte zwischen Kunze und der ständigen Vertretung der Bundesrepublik in der DDR bestanden. I.M. Paul Bonkerts leistete gute Arbeit. Rainer Kunze wurde systematisch fertig gemacht. 1977 gab er auf und verließ unter Protest die DDR. Zu dem Kreis in Greiz gehörte auch Arnold Fatz. Heute ist er Umweltminister des Freistaates Sachsen. Damals stand Fatz der DDR kritisch gegenüber, weshalb die Stasi ihn ins Fadenkreuz nahm. Manfred Böhme hatte über ihn fleißig Informationen geliefert. So, das ist also, das sind die Berichte, die er als IMV Bonkerts gemacht hat. So. Böhmes Berichte über Fatz waren vernichtend. Persönlich glaube ich, dass sich Fatz in einer offenen Feindschaft zur DDR mit jedem verbünden würde, der konkrete Aktivitäten plant. Ich bin der Überzeugung, dass Arnold Fatz zu einem bewussten Gegner der DDR nicht erst werden muss oder werden wird, sondern bereits geworden ist. Danach war Fatz in der DDR erledigt. Die Stasi hielt ihn für einen gefährlichen Staatsfeind, der bekämpft werden musste. Die Grundlage dafür war Böhmes Verrat. Verrat ist ein zu großes Wort. Wie würden Sie es bezeichnen? Ich möchte mich da enthalten, wie ich es bezeichnen möchte. Warum? Ich möchte mich da enthalten, ohne eine Erklärung dazu abzugeben. Er war daran interessiert, eine ganz bestimmte Rolle im Kampf zu spielen. Und er hat sich da nie, das ist sein ganzer egozentrischer Habitus würde dem widersprechen, hat sich da nie in die Rolle von seinen Opfern oder was aus denen da werden könnte, reinversetzt. Insofern ist das schon so etwas Ähnliches wie ein Lustmörder, der das konsequent verdrängt, was sein Opfer empfindet, aber seine eigene Befriedigung dabei hat. So hat er auch seine eigene Befriedigung gehabt bei dem, was er getan hat. Mit solchen Worten über Vertrauen und Freundschaft hat der doppelte Ibrahim seine Freunde getäuscht. Vertrauen heißt für mich, jemanden bereit sein anzunehmen und sich ihm in die Hände zu geben. Und zweitens muss ich sagen, dass Freundschaft für mich bedeutet, die Nähe zu einem Menschen, die vor allem darin besteht, dass man sich offen und kritisch über alles Mögliche austauschen kann. Über alles? Über alles vielleicht, ja. Würde ich mal so stehen lassen. Günter Ullmann glaubte Manfred Böhme diese Worte und musste das bitter bereuen. Weil er sich nicht erklären konnte, warum die Stasi bei den regelmäßigen Verhören mit ihm so viel über ihn wusste, wäre er beinahe verrückt geworden. Sein Freund Rudolf Kuhl erinnert sich an diese Zeit. Er hat immer Bedenken gehabt, dass seine Frau ausgetauscht wird, dass plötzlich jemand ganz anders bei ihm zu Hause ist als seine Frau. Und ich hatte den Eindruck, dass er unsere eigene Identität in Frage gestellt hat, dass er gedacht hat, wir sind jemand ganz anderes, wir sind von der Stasi geschickt worden oder so. Er hat uns auch teilweise auf den Kopf zugesagt direkt, dass wir ihn verraten haben, weil er sich einfach nicht vorstellen konnte, woher die Stasi diese Informationen hatte. Und der Letzte, den er verdächtigt hätte, es wäre eben Manfred gewesen. Ich glaube, mit seinen Gedanken hast du gar nicht gespielt, dass das von Manfred kommen könnte, irgendwelche Informationen. Aber Sie haben Ihre Freunde damals faktisch verdächtigt in dieser Zeit? Ich habe viele verdächtigt. Ich habe aber sich fast jeden verdächtigt. Manfred nicht. Manfred hat mich nie, der wirklich dabei war, den habe ich nicht verdächtigt.
Als Günther Ullmann zum ersten Mal in seine Akten blicken konnte, wollte er lange nicht glauben, dass sein Freund Manfred ihn verraten hatte. Aber da ist die Geschichte mit der Streichholzschachtel. Ullmann war damals ständig observiert worden, wollte seine Gedichte vor der Stasi in Sicherheit bringen. Er versteckte sie im doppelten Boden einer Streichholzschachtel und übergab diese seinem Freund Manfred. Der sollte die Gedichte für ihn verstecken. Böhme nahm die Schachtel und gab sie direkt weiter an die Stasi. Die fotografierten alles und hefteten den Vorgang in Ullmanns Akte. Eines der Gedichte trug den Titel »Für meinen Freund M«. Das M steht für Manfred Böhme. Wissen Sie, dass unter den 15 Gedichten auch ein Gedicht für Sie dabei war? Ich weiß nichts von den Gedichten. Wie ich von der Streichholzschachtel auch nichts weiß. Also weiß ich auch nicht, dass ein Gedicht für mich dabei war. Es sprach der doppelte Ibrahim. In seinem Bericht über das Treffen weist Böhme nämlich ausdrücklich darauf hin, dass außer mir niemand diese Epigramme, sprich Gedichte, kenne. Als die Stasi Ullmann in einem späteren Verhör nach der Streichholzschachtel fragte, war Ullmann mit den Nerven am Ende. Es war eine schlimme Zeit, ich habe also wie ein Verfolgungswahn gehabt oder unter Verfolgungswahn gelitten. Ich habe also Träne durchgeschnitten, weil ich mir eingebildet habe, dass ich abgehört werde, wenn wir die Zähne ziehen lassen. Weil ich mir eingebildet habe, dass man mir etwas installiert hat, etwas eingebaut hat, also Wanzen, dass ich also abgehört werde. Es war eine schlimme Zeit. Ich hatte ein gutes Bekanntschaftsverhältnis zu Herrn Ullmann und nicht mir. Da hat er ihn also fälschlicherweise vertraut. Das missverstehen Sie, den Begriff Vertrauen missverstehen Sie auch. Wenn ich jemand Vertrauen entgegenbringe, heißt das noch lange nicht, dass er mir in der gleichen Art und Weise vertrauen muss. Aber Sie haben ihm das Gefühl gegeben, dass er Ihnen vertrauen kann. Das halte ich für möglich, ja. Haben Sie das Vertrauen irgendwann mal enttäuscht? Meines Wissens nicht, nein. Weil der Täter sich einer Aussprache verweigert, sitzen die Opfer ratlos über ihren Akten und suchen selbst nach Erklärungen. Ich glaube, dass er, ich kenne seine Erziehung nicht. Man hat mir gesagt, er ist im Kinderheim groß geworden und ohne Eltern und alles. Hat also im Grunde den Staat als seine Familie erlebt, ja, oder die Staatsorgane als seine Familie erlebt. Und da kann ich mir vorstellen, dass es da zu einer gewissen Bindung gekommen ist, auch an das Weltbild, das man auf ihn projiziert hat. Weltbild damals im Jahre, also in den 50er und 60er Jahren, das waren ein paar sowjetische Romane, Aufbauromane aus der DDR, Kundschaftergeschichten, wie der Stahl gehärtet wurde und so ist Zeug. Und ich kann mir vorstellen, dass ich das bei ihm richtig als geistiges Grundmuster gefestigt hat. Und dass er dann natürlich eine gewisse, also mit einem gewissen Idealismus dabei war als Kundschafter für die gute Sache an der unsichtbaren Front. Böhme soll 1944 in der Nähe von Leipzig geboren worden sein. Seine Eltern starben, als er 5 Jahre alt war. Spuren gibt es keine. Können Sie sich an Ihre Eltern noch erinnern? Nein. Sie wissen gar nichts mehr aus der Zeit? Nein. Sie haben auch kein Erinnerungsstück, ein Foto oder so, nichts mehr? Nein. Böhme wächst in staatlichen Kinderheimen auf und findet dort Halt in der Gruppe. Die Erziehung ist hart. Aber sonst muss ich sagen, war das oberste Prinzip, was uns anerzogen wurde, Fairness eigentlich. Fairer Umgang miteinander, Kameradschaftsgeist. Nicht im negativen Sinne, nicht also in dem Sinne Ordensgeist, wie er in manchen Kinderheimen in der DDR anerzogen wurde, sondern ein Kameradschaftsgeist, der gesund gewesen ist. Kameradschaftsgeist war eine der Stärken des Ministeriums für Staatssicherheit. Darauf legte der Chef Erich Mielke immer allergrößten Wert. Von diesem Geist sollte auch das Verhältnis zwischen den inoffiziellen Mitarbeitern und den sogenannten Führungsoffizieren sein. Das waren die, die den jeweiligen IM betreuten. In diesem Schulungsfilm, den das Ministerium für die Weiterbildung der Führungsoffiziere benutzte,
wird ein geheimes Treffen mit einem weiblichen inoffiziellen Mitarbeiter gezeigt. Die Treffen fanden immer in konspirativen Wohnungen statt. Diese wurden von der Stasi unter Tarnnamen angemietet. Bei diesen Treffen wurde das besondere Verhältnis zwischen IM und Führungsoffizier ausgebaut. Die Führungsoffiziere sollten ihre IMs einerseits ständig kontrollieren, andererseits Vertrauen aufbauen. Damit die IM feindlichen Argumenten und Handlungen widerstehen, sind die Treffs ständig zu nutzen, den IM ein aufgabenbezogenes und reales Feindbild zu vermitteln, die IM zur Standhaftigkeit gegenüber Korruptionsversuchen des Feindes zu erziehen und den IM die Vorbildrolle der Führungsoffiziere und ihre Unantastbarkeit jederzeit zu demonstrieren. Das ist eine der, muss man fast sagen, Leistungen des MFS gewesen, dass es den Führungsoffizieren sehr häufig gelungen ist, ein geradezu freundschaftliches Verhältnis zwischen Führungsoffizier und inoffiziellen Mitarbeiter herzustellen. Der Führungsoffizier empfand sich und sah sich häufig auch als väterlicher Freund oder als der ältere Bruder, als älterer Bruderersatz. Und aus dieser Verbindung heraus hat das MFS dann auch häufig diesen inoffiziellen Mitarbeitern im Privatleben geholfen. Die haben zum Teil ihre privaten, selbst intimen Probleme zum Teil anvertraut. Wenn Kinder in der Schule Schwierigkeiten hatten, hat der Führungsoffizier geholfen. Oder wenn die Wohnung vergrößert werden sollte, weil ein weiteres Kind kam. Führungsoffizier war mehr als nur derjenige, der Informationen aus dem inoffiziellen Mitarbeiter herausholt oder der dem inoffiziellen Mitarbeiter Aufträge erteilt. In dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel sagte 1990 in einer ersten Enthüllung über das Doppelleben des Manfred Böhme sein Führungsoffizier Berthold Frese aus. Für ein Interview vor unserer Kamera wollte er 50.000 Mark haben. Wir lehnten dankend ab. Im Spiegel sagte er damals über die Rolle der Stasi in Böhmes Leben, Zitat: Wir waren für ihn Bruder, Schwester, Vater, Mutter, alles. Er lobte sein phänomenales Gedächtnis und meinte, Böhme sei die ganzen Jahre immer mehr gewesen als ein einfacher Spitzel. Er habe es nie wegen des Geldes getan, bescheiden gelebt und immer nur bekommen, was er zum Leben brauchte. Manchmal gaben wir ihm 500 im Monat, manchmal mehr, manchmal gar nichts. Der Schriftsteller Rainer Kunze meinte einmal, Böhme ist anders als alle Spitzel in meiner Akte. Er hat sich eine Welt geschaffen mit lebendigen Menschen. Er wollte Gott sein. Manche Sachen hat Böhme frei erfunden. Dass er eben der Stasi mitteilt, dass ich als überzeugter Leninist doch in letzter Zeit wahnsinnig viel Trotzki lese und Konstantinow. Ich muss mal sagen, Trotzki gab es hier in der DDR gar nicht. Das war vielleicht, das klang wie vom Wort trotzig. Ich hatte nie einen Trotzki gelesen, geschweige denn Ahnung, was Trotzkismus ist im Rahmen der Kommunisten. Und in Konstantinow, den gibt es schon gar nicht. Klingt aber doll russisch, brillant. Die müssen bald verrückt geworden sein. Die müssen sämtliche Bücher durchgebucht. Hat der den Konstantinow her? Was ist das für ein Renegat? Böhme schwärmt für russische Literatur, besonders mag er Dostojewski. Er schreibt selber Gedichte und hat eine Zeit lang an einem Theater als Dramaturg gearbeitet. Auf so einen IM konnte die Stasi stolz sein. Ich habe etwas Englisch gelernt, ich habe etwas Französisch gelernt, ich habe mich dann mal mit Latein abgegeben. Ja, und dann habe ich etwas Vietnamesisch und Chinesisch gelernt, als ich die Gelegenheit bot, ich Vietnamesen unterrichtet hatte. Und, naja, etwas Italienisch kann man automatisch, wenn man Französisch spricht und wenn man in der Toskana Grappa gesoffen hat, getrunken hat, und dann spricht man automatisch etwas von Italienisch. Herbst 89. Die DDR im totalen Umbruch. Mittendrin Ibrahim Böhme. Er war 6 Jahre zuvor von der Stasi nach Berlin geschickt worden. Als IM berichtete er aus dem inneren Kreis der Opposition. Doch die Macht der Stasi geht dem Ende entgegen. Auftragsgemäß eingeschlichen, steht der IM plötzlich allein im Zentrum der Bewegung. Im Oktober 89 ist er Gründungsmitglied der Sozialdemokraten Ost. Böhme wechselt die Fronten und wird Politiker. Das erfordert in den nächsten Monaten sehr viel Arbeit. Erstens, um den Kontakt zu den vielen wichtigen demokratischen anderen Bewegungsformen nicht zu verlieren, aufrechtzuerhalten.
Die Mauer ist gefallen, die Stasi hat verloren. Böhme sucht eine neue Vaterfigur und findet sie in Willy Brandt. Das ist für mich wahrscheinlich, wenn ich das kategorisieren sollte, unter den Menschen, denen ich wirklich das Glück hatte, zu begegnen, einer der wichtigsten. Ich möchte sagen, lieber Genosse Brandt, dass du es auf dich genommen hast, hier rüberzukommen. Herzlichen Dank von allen sozialen Bekannten der DDR und von vielen Freunden in anderen politischen Bewegungsformen. Doch ganz so einfach war die Wende vom inoffiziellen Mitarbeiter der Staatssicherheit zum offiziellen Vertreter der Opposition selbst für den doppelten Ibrahim nicht. Ach ja, also er hatte schon immer Sorge, dass es Aktivitäten gibt und Intrigen, die da auch mit Hilfe alter Strukturen gesponnen werden. Und mal hat er gemeint, wir sollten in Bonn aufpassen. Er hätte ein Anzeichen dafür, dass alles, was wir da sagen, abgehört würde oder anderen zur Kenntnis gelangte. Aber gut, er war ja wohl auch vorübergehend Dramaturg, hatte mit dem Theater zu tun. Und das gehört wieder in die Kategorie, dass er mit seinen Identität und mit Realität und Fantasie keine scharfen Grenzen mehr zog. Ne? Im Dezember 1989 treffen sich die Kommunisten und die Opposition am runden Tisch zu Verhandlungen. Böhme ist Vertreter der Sozialdemokraten. Ausgerechnet er wird vom runden Tisch mit der Auflösung des Ministeriums für Staatssicherheit beauftragt. IM Paul Bonkartz ist endgültig gestorben. Es lebe Manfred Ibrahim Böhme. Im Februar 1990 wird er mit über 90% der Stimmen zum Parteivorsitzenden der Sozialdemokraten Ost gewählt. Liebe Freundinnen und Freunde, ich bedanke mich das Vertrauen. Das Vertrauen für einen Vorsitzenden einer zuerst demokratischen Partei. Und jeder gefällt sich auf eine gewisse Art und Weise, wie er sich sieht. Da bin ich ehrlich und sage ich auch, ja, ich bin eitel. Bin sogar sehr eitel. Der eitle Gernegroß wird durch den Blick in die Akten als Spitzel entlarvt. Die SPD schmeißt ihn raus, er zieht sich zurück. Nur ganz langsam stellt sich Manfred Ibrahim Böhme diesem hässlichen Teil seiner selbst. Ich habe 2 Jahre Eiszeit hinter mir, die war nicht einfach. Und das Thema ist für mich nicht vom Tisch. Ich persönlich schreibe jetzt auch darüber. Aber es ist für mich nicht von vordergründiger Bedeutung, mich dem zu stellen. Sich stellen, den Opfern die Frage nach dem Warum zu beantworten, das ist das Mindeste, was die früheren Freunde von ihm verlangen. Als ich die Fakten gelesen habe, dass er wirklich Günter Ullmann nicht bloß ans Messer geliefert hat, sondern sogar noch Sachen angedichtet hat, also die völlig aus der Luft gegriffen waren, dass er die Situation von Günter noch verschärft hat eigentlich. Also das war für mich klar. Also irgendwie muss es ein Zusammentreffen geben oder irgendwas, wo er das mal darlegt. Er ist als seine Frau und ich hatte den Eindruck, dass er unsere eigene Identität. Die Opfer mit dem Täter zusammenbringen will Rudolf Kuhl. Ihn fragen, was er dazu sagt. Er hat uns auch teilweise auf den Kopf zugesagt, direkt, dass wir ihn verraten haben, weil er sich einfach nicht vorstellen konnte, woher die Stasi diese Informationen hatte. Und der Letzte, den er verdächtigt hätte, es wäre eben Manfred gewesen. Das, ich glaube, mit seinen Gedanken hast du gar nicht gespielt, dass das von Manfred kommen könnte, irgendwelche Informationen. Aber Sie haben Ihre Freunde damals faktisch verdächtigt in dieser Zeit? Ich habe viele verdächtigt, ich habe aber sich fast jeden verdächtigt. Manfred nicht.
Der hatte schon Vertrauen zu Ihnen, Herr Böhme. Sicher. Was soll ich dazu sagen jetzt? Ja, schade. Ich kann dazu nichts sagen. Warum nicht? Lassen Sie.